Aber kommen wir zu einem anderen Thema, das viele beschäftigt, die Spaltung unserer Gesellschaft, die harten Fronten zwischen dagegen und dafür. Und oft geht es dabei auch um Sie, die AfD und ihre Anhänger. Es gibt durchaus Menschen, die das so nicht stehen lassen wollen, die das Gespräch suchen, die mit der AfD sprechen möchten. Wir haben einen getroffen, der das getan und bitter bereut hat. Ali, er will nur beim Spitznamen genannt werden auf dem Weg zur Bettina von Arnim Oberschule. Hier stellte er sich der Diskussion mit Vertretern der AfD. Es ist der 20. September. In die Schule lädt die AfD zum Bürgerdialog. Draußen protestieren viele gegen die Veranstaltung. Die rechte Partei behauptet, es sei die Antifa, aber hauptsächlich sind es wohl Eltern und Schüler sowie Nachbarn aus dem märkischen Viertel. So auch Ali. Er will ins Gespräch kommen, unter einer Bedingung. Bevor ich losgelegt habe, habe ich Ihnen ausdrücklich gesagt, ich werde mit Ihnen diskutieren. Ich werde Ihnen auch Argumente tätigen. Aber ich möchte nicht mich irgendwo in den Medien sehen, auf Facebook, Twitter, YouTube. Nein, das ist nur eine Diskussion. Mach ich alles klar. Aber kurze Zeit später geht der Shitstorm los, denn Ali findet sich doch im Netz wieder. Die AfD stellt einen Film mit ihm auf YouTube und darin fühlt sich der junge Deutsche verunglimpft und verkürzt wiedergegeben. Der Islam, der ist friedlich. Da ist kein Krieg, da ist kein Terror, da ist gar nichts. Aus dem Zusammenhang geschnitten, sagt Ali. Und das auch noch vom bildungspolitischen Sprecher der AfD, der im Video plötzlich als Moderator und Reporter auftaucht. Man sieht es, dass sie es zusammengeschnitten haben. Man sieht es einfach. Und dann wird das Video auch noch auf Facebook gezeigt und es wird zum Teilen aufgefordert. Seitdem hat Ali keine ruhige Minute mehr. Zum Beispiel hier im Einkaufszentrum bekommt er Stress. Ich war essen mit meiner Frau beim Italiener und dann saßen neben uns ältere Bürger. Und dann haben die halt mich auch erkannt und meinten zu mir, ach, du bist es auch vom Video, der mit IQ 5, der IS-Kämpfer. In seine Richtung wird gespuckt und auch seine Kinder werden angefeindet. Es wurde zu meinem Kind erwähnt, dein Vater braucht einen Arschtritt, er soll mal arbeiten gehen. Dass es schon so weit geht. Und dass mein Sohn heulend nach Hause kommt und sagt, Papa, der eine sagt mir, scheiß Kanake, verpiss dich in dein Land. In welcher Welt leben wir? Vielleicht ist das die Methode AfD, andere zu verunglimpfen. Dabei ist Alis Meinung zum islamistischen Terror eindeutig. Das sind Schwachmaten. Die haben keine Religion. Das ist nicht unser Glauben. Die AfD gibt der Abendschau heute keine Stellungnahme. Einziger Kommentar, wir müssen den Fall erst prüfen. Ali hat genug von den Anfeindungen und hat wegen Verunglimpfung einen Anwalt eingeschaltet.